Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Mario Bros. 3, die All-Star Edition, Part Nummer 15. Im letzten Part haben wir doch sehr schnell die Welt 1 abgeschlossen. Oh, ich sehe gerade hier, wir haben ja unser Memory wieder. Ist mir gar nicht aufgefallen beim letzten Part. Gleich mal einsammeln. Wie gesagt, es dürfte dasselbe nochmal sein. Wenn ich mich nochmal dran erinnern kann, wo das ganz andere Zeug war. Ein Pilz, den hatten wir noch nicht. 10er Münzen, hatten wir auch noch nicht. Ah, ein Pilz haben wir schon mal. Sehr schön. Eine Blume. Da oder da? Ah, Mist. Haben wir überhaupt eine Blume? Ich weiß es gar nicht. Nicht so wild. Zumindest einen Pilz haben wir. Wir müssen natürlich auch aufpassen. Ich glaube auf Select, oder? Ne, auf Start. Ne, auf Start speichern wir. Stimmt. Hätte ich mal machen sollen beim letzten Mal. Egal, das lasse ich mal so sein. Wie mache ich denn jetzt nochmal mein... Achso, mit B. Oder eher gesagt mit Y. Ja. Hat mir nicht einen Pilz? Achso, wenn ich nach oben und nach unten drücke. So, da haben wir noch den Hammer. Sehr schön. Alles klar. Alles klärchen. So, gleich weiter hier, bevor wir hier lang reden. Eine Minute schon vergangen, noch kein Level gemacht. Ja, und dieses Level, ja. Oh, verdammt. Ich vergesse immer, dass ich auf A schwinge. Ja, dieses Level ist so ein bisschen verhasst bei den Leuten. Oh. Ah, ich glaube, da muss ich durchrennen. Ja, ein Wirbelwind. Und wusch. Ja, Mario kann sehr hoch fliegen. Ja, und das ist der Grund, warum dieses Level so verhasst ist, wegen dieser blöden Sonne. Die kommt zwar selten vor, aber da, wo sie vorkommt, kann man sie einfach nicht leiden. Aber, ja, wenn man hier gut durchrennt, dann sollte es eigentlich doch gut klappen. Und ich glaube, das ist eins der wenigen Level, die auch komplett verschwinden. Also selbst wenn man Game Over geht, dass man da nicht nochmal... Ah ne, doch, man muss es nochmal machen. Alles klar. So, gehen wir gleich zum Pilzhaus. Holen uns ein Upgrade. Wieder nur ein Pilz. Ich bin mal gespannt, wie oft ich die brauchen werde, die Pilze. So, schöne Reihenfolge mit Welt 4 weitermachen. Ah ja, hier gibt es auch eine schöne Abkürzung. Oder was heißt Abkürzung? Das Level besteht quasi aus zwei Stellen, aber ich habe leider keine Feder. Ah, Mist. Gibt es hier keine Feder? Da muss ich ja das Level zum ersten Mal normal durchgehen hier. Oh. Ja, im Vergleich zu den Hammerbrüdern sind die Boomerang-Brüder doch ziemlich leicht zu besiegen. Oh, das war fast schon gewollt. Eher gesagt Glück. Ja, aber ich möchte hier hoch. Und hoch hier. Ja, ich hab überhaupt gar nicht erwähnt unten, wie man sieht. Man muss halt wirklich ein Stückchen rennen, damit man diese Energie aufgeladen bekommt. Und die hält auch wirklich nur so lang an, wie, eine gewisse Zeit lang an. Also selbst wenn wir mitten im Rennen dann kurz hochspringen und dann wieder normal laufen, dann leert die sich komplett. Ja. Hier gibt es auch die Möglichkeit, viele Münzen abzugreifen, aber das ist jetzt eigentlich doch nicht so... notwendig. Oh. Und eine Blume. Ja, sehr schön. Also ich muss sagen, die Levels sind wirklich arg kurz, muss ich sagen. Ich glaube, das kann täuschen, dass es dann halt später noch ein bisschen schwieriger wird. Da erinnere ich mich an ein paar Level. Oh ja, der berühmte Kettenhund. Und ja, wenn man hier eine Weile wartet, dann kann der Kettenhund auch von der Kette abspringen und einen, ja, verfolgen. Deswegen wollen wir das mal nicht ausprobieren. Das würde auch, glaube ich, jetzt zu lange dauern. Ich glaube, da muss man 100 Ingame-Sekunden hier warten. So, komm mal her, du. Ich meine, ich muss hier nicht durch jedes Level durchrennen. Ja. Haben wir auch mal so eine Blumenranke. Gibt es hier irgendwo was Besonderes? Ein Leben? Ein Rohr.
Eine Röhre. Ja. Ah, eigentlich hätte ich die Münze. Hä? Achso, da in der Mitte ist er. Hm. Ja, toll. Jetzt muss ich. Oder ich. Ich vergesse immer, dass Mario so hoch springen kann, ja? In diesem Level. In diesem Spiel hier. Ja, ein paar extra Münzen. Und was natürlich auch so ein nettes Detail ist. Wie ihr seht, die Münzen drehen sich nicht. Oder glitzern auch nicht. Das sieht man halt wirklich, dass das eigentlich verwandelte Blöcke sind. Wo sind wir hier? Ist auch wieder eine Feder. Dann machen wir nochmal Anlauf. Aber es reicht nicht. Aber sind wir eh schon am Ziel. Also muss ich ehrlich sagen, die Levels sind wirklich kurz. Also nicht, dass ich hier in 3-4 Parts das Spiel durchgespielt habe. Ich denke mal, da gibt es noch einige schwere Level. Aber ja, so sieht es zumindest aus. Ich guck mal, ob ich einen Stern bekomme. Weil das Timing müsste ich eigentlich jetzt raus haben. Naja, so viel zum Thema. Naja, es ist fast ein Stern. Also ein Pilz mit Beinen. Hammerbruder schnappen wir uns auch. Hammerbruder ist ein Bumerangbruder. Was haben wir hier? Eine Musikbox. Ja. Die ist dafür da, dass man die. Dass man die. Ach nee, wartet mal. Das war anders da. Also nee, nochmal. Die Musikbox ist dafür da, dass man die Hammerbrüder auf der Map hier einschläfern kann. Da kann man gemütlich dran vorbei. Hier rechts ist ja auch noch ein Geheimnis. Ich bin gerade überlegen, in der dritten Welt gibt es ja auch noch eine Stelle, wo man einen Hammer braucht. Aber kriegt man da einen Hammer? Ich glaube schon. Wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Ich werde jetzt hier einfach mal den Hammer verwenden. Ja. Weil hier gibt es nochmal so eine geheime Stelle. So ein extra Secret. Oh oh. Ja, feuerspuckende Feuerbrüder. Sind ja auch zum ersten Mal vorkommen. Ja, und das ist die dritte Flut. Also war das schon hier. Also könnte man schon von der zweiten Welt aus nach Welt 8 gehen. Aber das habe ich nicht vor. Spätestens, wenn ich dann gefragt werde, ob ich irgendwelche Items wegwerfen möchte, weil ich keinen Platz mehr habe, werde ich dann mal die. Ja. Werde ich die Flöten wegwerfen. Und da haben wir ein neues Upgrade. Das Froschkostüm. Ist sehr praktisch für Unterwasser. Da können wir viel besser schwimmen. Und auch gegen den Strom schwimmen. Wenn man zum Beispiel, gibt es dann später Röhren, wo Luft rausströmt. Und da können wir mit dem Froschkostüm kommen wir rein. Ja, und jetzt kommt so das erste Hasslevel von mir. Zumindest hatte ich früher als Kind extreme Probleme bei diesem Level hier. Und zwar hier muss man stellenweise, wenn wir hier jetzt den Tanuki Mario haben, die Käfer mitnehmen, damit wir hier weiterkommen. Weil das Ganze ist aufgebaut wie ein Labyrinth. Ich denke mal, ich kenne den Weg noch. Ja, und hier halt mit einem Panzer rumzulaufen, während man halt ja, den Weg sucht, ist eher nervig. Oh, das war zwar nicht gewollt, aber hat trotzdem geklappt. So. Ja, hier möchte ich gleich wieder raus. Ich mag diese Pyramide nicht. Das war natürlich dumm. Aber solange wir am Ziel sind, passt das doch. Na, 9 Minuten. Sieht sehr gut aus mit der Zeit. So. Braucht jemand wieder unsere Hilfe. Und wie sieht der König aus? Ich finde es übrigens interessant, dass die ganzen Gegner aussehen wie aus Super Mario Bros. 2. Schön. Ja. Sagen auch immer dasselbe, ja. Oh Mario, komm, schnapp dir den Anker. Ist gut, dass Mario so hochspringen kann. Ach ja, die zweite. Jetzt wird es, glaub ich, ein bisschen unangenehmer als beim ersten Mal. Weil stellenweise gehen ja die, die Flugschiffe auf und ab. Und da muss man sich halt gut positionieren. Stellenweise hat man dann auch
Ja, Sachen, wo man sich, wo man dann aus dem Screen kommt, wie hier zum Beispiel. Und da muss man natürlich auch abwägen, wie die Kugelwillis fliegen. So war das. Hier unten durch. Und hier wieder hoch. Schneller. Ja, und ich denke mal, bei viele mögen auch diese Flugschiff-Level nicht. Einfach aus dem Grund. Weil die halt auch alle Scrolling-Level sind. Wo ich den gerade abgeschossen, während ich draufgesprungen bin. Okay. So, und dann sind wir schon beim zweiten Boss. Geht wirklich schnell, muss ich sagen. Gleich rein hier. Und der ist ein bisschen fieser. Und zwar, wenn der springt. Oh, wo war das bei ihm hier? Ah ne, das war bei einem anderen. Beim Rocky. Weil Rocky, der stampft dann und dann kann man sich erstmal kurz nicht bewegen. Ja. Und schön fangen, damit das nicht kaputt geht. Ja, das wäre natürlich lustig, wenn man das verpassen könnte, dann den Zauberstab zu fangen und dann zerbricht er einfach. Und dann denkt man sich nur, nein, nur von vorne. Was habe ich getan? So, da haben wir schon den nächsten König befreit. Das Wüstenland. Ja, und in jedem Land gibt es auch einen Toad. Ja, die sagen auch immer dasselbe, dass sie einen Brief von der Prinzessin haben und dass sie sich bedanken, dass sie zurückverwandelt wurden. Ja. Was kriegen wir diesmal? Eine Wolke. Was sagt denn die Prinzessin? Greetings. You can stomp on your enemies using Kuribos. Ah. Dritte Welt, gibt's die da? Ja. Auch eine Neuerung. Und zwar große grüne Schuhe, mit denen man auch auf stachelige Gegner springen kann. Ja. Schöne Wasserwelt, Welt 3. Und endlich mal ein Unterwasserlevel zum ersten Mal hier. Auch mit sehr schöner, entspannender Musik. Komm, Mario, hol dir das Upgrade. Du brauchst hier unten eine Blume. Ja, unter Wasser ist natürlich die Blume immer besser. Weil wir dann auch schön alle Gegner abschießen können. Ja, und diesmal sind wir nicht darauf limitiert, dass wir. Ja, dass wir nur im Wasser bleiben können. Wir können auch rausspringen. Oh! Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der. Dass der Feuerball von oben runterkommt, aber wenn man zu weit oben ist, erscheint er nicht, okay. Na, ja, die. Ah, das war natürlich ganz toll. Die Blooper sehen natürlich auch wieder anders aus. Diese tollen Wasserblumen, die zwar sehr schön aussehen, aber doch reich gefährlich. Sollte man nicht unterschätzen. Ja, und hier muss man auch übelst aufpassen. Und zwar, wenn man unter Wasser Blöcke anschlägt, dann wird man um einiges nach unten, also ziemlich krass nach unten gedrückt. Muss man schön gegendrücken. So, hier müsste auch gleich so ein, ja, ist ein bisschen süß, muss ich sagen. Ein Blooper mit Kindern. Ist aber auch nicht. Ist auch nicht weniger gefährlich als ohne. So, schön aus dem Wasser raus hier. Abtrocknen und weiter geht's. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wo ich das, oder haben wir schon wieder unser Memory? Bevor ich den dritten Part, bevor ich Super Mario Bros. 3 angefangen habe, habe ich mir überlegt, ob ich vielleicht eine Welt pro Part, also pro Part eine Welt schaffe, aber dann bin ich beim ersten so schnell durchgekommen, dass ich, ja, dass es gar nicht bis zu 20 Minuten reicht. So, jetzt nochmal dran erinnern. Hier gab es Blumen, ja, genau. Was haben wir hier? Noch eine Blume. Verdammt. Ah, einen Stern wissen wir aber. Komm. Einmal hier. So, also hier hatten wir ein One-Up drin. Tollen Pilz. Hm? Ja, klappt nicht immer. Aber einmal werde ich vermutlich beenden das. Sorry. Das Memory. In diesem Let's Play. Eine Blume. Oh, ein Stern, okay. Komm her. Mario aus dem Wasser raus. Okay, wie viele Sterne gibt es denn hier?
Ja, irgendwie. Mario, geh aus dem Wasser raus. Die Cheep-Cheeps sind keine Freunde. Auch wenn sie quietschfidel sind. Weg mit dir. Ja, man sagt auch übrigens immer, dass der Mario eigentlich so ein, ui, das war knapp. Das war wirklich knapp. Dass der Mario eigentlich so ein, Naturhasser ist. Weil er einfach alles auf seinem Weg zur Prinzessin umnietet. Ja, sagt es mal den Gegnern, die einen auch angreifen. Ich meine, die Cheep-Cheeps müssen nicht unbedingt aus dem Wasser springen, die können ja schön drin bleiben. So, hier haben wir nochmal eine. Und nochmal ein Froschkostüm. Also es gibt manche Pilzhäuser, die haben nur eine Sorte Item. Also nicht wundern, wenn man da. Oh ne, nicht dieses Level. Das ist zwar ganz gut, wenn wir hier Feuer, ja, Feuer-Mario sind. Aber. Oh! Verdammt. Ja, jetzt haben sie mir kein Feuer-Mario mehr. Weil dieser Fisch ist wirklich übel. Der kann einen mit einem Hubs, egal wie gut man geupgradet ist, kann man. Ja, kann der einen fressen. Und ja. Als Kind hatte ich immer Angst vor dem Fisch. Ich kann ehrlich sagen. Mist. Nein! Aus dem Wasser raus. Ja, ich schiebe ja eigentlich umsonst Panik, weil ja, ich sehe ja, so lang ist das Level ja eigentlich nicht. Komm, kleiner Mario, renn! Ob wir das jemals schaffen, hier drei gleiche Symbole zu kriegen. Ah, aber ist nicht so wild. Ich meine, wir haben 18 Leben, das reicht. 16 Minuten, das reicht noch für das Schloss. Ja. Sehr schön. Okay. Ah, das Schloss habe ich nochmal ganz anders in Erinnerung. Da müssen wir, glaube ich, durch verschiedene Türen. Und natürlich die richtige erwischen. Ich weiß gar nicht mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das war. War das richtig? War das richtig in Erinnerung? Oh, das war richtig. Okay. Hab mal viel gesehen vom Schloss. Ja, also wie, wenn man das eigentlich halt kennt. Ja gut, das hätte ich eigentlich warten können. Der, wie man es gesehen hat, nachdem ich das zweite Mal draufgesprungen bin, hatte er Flügel. Und dann würde er im Raum rumfliegen. Aber ja, warum unnötig den Gegner einen Vorteil verschaffen? Das wäre nur zum Nachteil von mir. So. Es war auch lustig, dass der Mario wirklich klein da ist. Ich weiß echt nicht, nach welchen Kriterien man da drücken muss. Entweder wenn es genau drunter ist oder ein bisschen davor. Aber es hat trotzdem geklappt. Auch wenn links und rechts die Blume und der Stern nicht so toll aussehen. Zumindest stimmen die Proportionen. Ja, und hier haben wir auch hier eine Abkürzung. Wieder zurück. Wo ich eigentlich gar nicht unbedingt zeigen brauchte. Wie man auch gesehen hat, war ja davor auch wieder ein Tor. Ja, gleich wieder vor. Und die untere Röhre führt uns auch zu einer Abkürzung, die wir aber auch wieder erst nutzen können, wenn wir das nächste Schloss geschafft haben. Ja, wie man hier sieht, ich komme nicht raus. Ja, und hier sieht man auch rechts ganz viele Pilzhäuser und auch ein kleines Boot. Und dafür brauche ich noch einen weiteren Hammer. Deswegen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob wir in dieser Welt einen Hammer bekommen. Aber ich glaube schon. So, für eine Welt reicht die Zeit noch. Whee! Irgendwie finde ich ja, keine Ahnung. Wenn Mario klein ist, sieht er richtig süß aus. Ja, und wenn er groß ist, denkt man sich nur hier zu viele. Oh! Okay. Hier raus und hoch. Ja, das Level kenne ich auch nicht mehr so genau. Ach ja, hier die kleinen Goombas sind auch gefährlich. Oh, Mist. Oder was heißt gefährlich? Wenn die einen berühren, dann, kann ich mal kurz zeigen. Dann schwirren die um einen rum und dann kann man nicht mal richtig springen. Dann blockieren die einen die Sprungmöglichkeit. Und ich glaube, wir würden auch langsamer dadurch. Haben wir irgendwo ein Upgrade drin? Ich bräuchte eine Blume. Ja, und das ist ein etwas anderer Lakito, der schmeißt nur die Eier von den
ja, von den Stachys. Die brüten nicht aus, die rollen dann einfach so als Kugel weiter. Ja, und da haben wir unser Memory wieder. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat er wieder gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao.